Servus Leute, im heutigen Video gibt es sozusagen ja eine Reaction zu einem ja heiß diskutierten Thema im Moment. Veritas hat ein Video rausgebracht, ist Tarkov going in the wrong direction, geht Tarkov in die falsche Richtung, und da redet er über 40 Minuten darüber, was früher anders war, was vielleicht besser war, was er heute schlecht findet, Sachen Movement und auch das heiß diskutierte Thema Recoil. Das kommt nicht nur von ihm, sondern auch von einigen US-Streamern, allen voran Trade24k. Er hat auch ein Video drüber gemacht, und auf diese zwei Sachen will ich mal ein bisschen eingehen und euch meine Meinung dazu geben, was ich mir wünsche, wo sie recht haben, wo sie vielleicht Unrecht haben, was ich mir ja vorstelle für Tarkov, wie es sein sollte. Viel Spaß mit dem Video. In diesem Video geht es wirklich bloß um Recoil, Gameplay, Movement und diese Themen. Und ja, ich weiß, um den typischen Kommentaren vorwegzugreifen: es gibt große Probleme mit Cheatern, Performance, Desync, Audio. Das ist natürlich ganz klar, das will ich natürlich auch nicht bestreiten, aber es wird in diesem Video hier eben nicht besprochen. Der Anlass für mein Video ist das Video von Veritas. Er macht immer sehr gerne mal sehr ausführliche Videos zu Themen, auch rund um Tarkov. Er hat auch mal ein Soundvideo gemacht, auf das ich mich schon mal bezogen habe. Er hat hier über 40 Minuten, redet er drüber in verschiedenen Kapiteln, wie ist es mit dem Recoil, Waffenverhalten in Tarkov, das Movement. Und ich will da mal ein paar Punkte aufgreifen und euch meine Meinung dazu geben. Und ich verlinke euch natürlich das Video unten. Und als erstes spricht er an Realismus, und er bringt da einen sehr guten Punkt. Man sollte ein Spiel niemals mit der echten Welt so vergleichen. Es kann daran angelehnt sein oder es ist daran angelehnt, aber man kann nicht eins zu eins das umsetzen. Man schießt hier mit Maus und Tastatur und hockt vor einem Rechner. Von daher, muss da natürlich einiges anders laufen als in echt. Aber das solltet ihr einfach mal im Hinterkopf behalten. Das sagt er auch sehr, sehr richtig. Das erste Thema, was ich aufgreifen will, hier, er sagt, Operators can't control their weapon. Weapons IRL oder in Tarkov, so heißt es, das Topic. Also, er sieht das Problem, in Tarkov ist es halt, es ist ein bisschen clunky, wie das alles läuft, dass das alles ein bisschen verzögert ist und dass man das ja besser machen könnte. Wie gesagt, man spielt hier mit Maus und Tastatur. Hat er recht, man könnte hier einiges mehr kompensieren und dass die ganzen Animationen ein bisschen besser laufen. Er vergleicht es gerne mit Call of Duty, bei dem Spiel läuft es natürlich ein bisschen smoother ab. Es ist halt auch ein Spiel, das ist etwas verhasst. Er hat es wahrscheinlich gespielt, deswegen vergleiche ich das damit. Ich habe selber nie gespielt, aber von den Videos hier, die ich sehe, ist es natürlich sehr, sehr smooth. Da das Leanen, Reloaden, die ganzen Animationen, das ist schon nicht schlecht. Und da könnte man in Tarkov einiges übernehmen. Das ist richtig. Einfach der Spielbarkeit, weil realistisch bekommt man es eh nicht. Er vergleicht das jetzt hier mit einem Fight in Tarkov. Mit der Pistole auf Factory halt auf einen schießt und der fällt einfach nicht. Und im Vergleich zu einem COD-Fight sieht es auch nicht gut aus. Gebe ich ihm absolut recht. Und da könnte man vielleicht ein bisschen es besser anpassen. Aber wir wissen auch, warum der Gegner da in Tarkov nicht gestorben ist. Er hat halt den Helm ein paar Mal getroffen. Aber so dieses ganze Visuelle und sowas, das könnte man in Tarkov tatsächlich ein bisschen, also diesen visuellen Clutter hier und sowas, das könnte man in EFT ein bisschen runterfahren. Da bin ich auf seiner Seite. Grundsätzlich schlecht ist es nicht. Es ist halt etwas, man kann auch dran arbeiten. Dann das nächste, der Vergleich natürlich beim Recoil. Waffen in echt haben nicht so viel Recoil, die Vollauto-Waffen, also insbesondere die Assault Rifles. Darauf wird sich gerne bezogen und dann werden gerne Videos gepostet von Leuten, die auch Tarkov spielen, die dann im echten Leben hier schießen. Das ist, glaube ich, Jessica Sam in einem Video. Und da bezieht er sich drauf. Und er schießt da Full Auto und es sieht relativ stabil aus. Und in Tarkov, ich werde es gleich nochmal in-game zeigen, ist es halt ein bisschen anders. Und hier sieht man dann auch eine MP7. Moment. Eine MP7, machen wir den Sound an. Die ist auch sehr stabil, ist in Tarkov natürlich auch anders. Die Frage ist, kann man das einfach so vergleichen? Und meine Meinung ist, nein. Wie gesagt, wir schießen hier mit einer Maus. Wir haben die Waffe nicht in der Hand. Es ist ein Spiel und man muss da auch das Balancing mit einbeziehen. Und es gibt Probleme mit dem Recoil, aber grundsätzlich ist der Recoil schon in die richtige Richtung gegangen von Tarkov. Ich werde euch einfach mal in-game zeigen, was mich wirklich an diesem Recoil stört. Mal sehen. Also, ich habe hier eine HK416 und eine RD704. Letzten Endes immer noch die Meta Assault Rifle. Beides ungemoddet. Ich habe jeweils bloß einen Scope drauf gemacht, damit es fair ist. Und
Ja, schauen wir uns mal den Recoil an, wie das jetzt gerade ist in EFT. Der wurde ja vor, ja, im Dezember 2021 kam 12.12, da wurde der Recoil für alles massiv erhöht. Und laut Trade2K ist seitdem der Recoil buggt und das sollte eigentlich gar nicht so sein. Aber wir schauen uns das jetzt mal an, wie es ist. Wir haben hier eine HK416 und ich lege einfach mal an und drück ab. Und ihr seht, die Waffe geht rechts, links, erst nach oben und dann rechts, links. Das hat viel mit der Feuerrate zu tun. Eine RD704 ist da etwas stabiler, weil sie wirklich bloß eine 600er Feuerrate hat. Und die HK416 hat eine 850er Feuerrate. Und hier auch. Ihr seht, die Waffe, ungemoddet, geht nur nach oben und das kann man viel besser ausgleichen. Das ist auch der Grund, warum die RD704 so beliebt ist, so die gute Assault Rifle ist und die HK416 vielleicht nicht. Letzten Endes finde ich das nicht schlecht. Das Einzige, was mich wirklich stört bei diesem Recoil, ist nicht, dass die Waffe nach oben geht. Wir spielen hier ein Spiel, man muss da ein bisschen was leisten, um die Waffe zu kontrollieren. Man kann nicht einfach erwarten, dass die Waffe geradeaus geht, man einfach alles weglasern kann. So sollte es nicht sein. Was mich stört, und deshalb habe ich die Waffen auch gemoddet. Wenn man sie gemoddet hat, ist der Effekt auch noch da, halt nicht mehr so stark. Dieses Links-Rechts-Gezuckel. Das sieht man hier insbesondere bei der HK416 ganz gut. Achtet mal drauf, wie unkontrollierbar links-rechts die Waffe springt. Insbesondere jetzt, wenn man halt gerade im vollen Spray ist, dann geht es links-rechts, zickzack und seitlich Bewegung. Das kriegt man einfach nicht ausgeglichen. Das ist dann ziemliche Glückssache. Und es sind auch immer, ja, unterschiedlichen Bewegungen und bei so vielen Waffen und so kann man sich da auch schwer einschießen in Tarkov. Deshalb, das ist so das Einzige, was mich am Recoil stört. Dass der Recoil jetzt höher ist und dass der höher ist, dass es in Tarkov höher aussieht, als es in echt ist, finde ich nicht schlimm. Ist vom Balancing her richtig, weil, wie gesagt, wenn jede Waffe ein absoluter Laser wäre, dann wäre das auch nicht gut für Tarkov. Tarkov ist immer noch ein Spiel. Da muss man das einfach bedenken und BSG hat es bedacht. Von daher, ja, dieses Links-Recht würde ich mir wünschen, dass es weniger wird, weil dadurch einfach Waffen ja nicht so ausgeschlossen werden. Alle Waffen, die dieses Links-Rechts-Gezuckel extrem viel haben, die MCX ist da ein gutes Beispiel, die sind einfach außen vor, weil sie unkontrollierbar sind. Deshalb wird jetzt auch die UMP so gern gespielt, weil bei der UMP, niedrige Feuerrate, gut zu kontrollieren, fühlt sich gut an. Das ist so, ja, der ausschlaggebende Punkt für diese Waffe, warum sie so viel gespielt wird im Moment. Das war auch bei der RD der ausschlaggebende Punkt. Und das ist so das, was ich mir für den Recoil wünsche. Da schauen wir nochmal kurz. Trey hat einen anderen Ansatz. Er beschreibt das Problem ein bisschen anders hier in seinem Video. Und da habe ich mal zu der Stelle gespult. Das hören wir uns mal kurz an. When firing a pistol or a handgun in Tarkov or real life wherever, when you shoot this, it's going to recoil up like this. Bei einer Pistole ist es, ja. There's nothing bracing this against your body or your shoulder. It's your hand controlling it. It's going to recoil up at that angle. And it's going to generate this recoil from the point of contact with your body, which is the pistol grip. Now, when you shoot a rifle and you brace it against your shoulder with a stock, right? It's going to push into your shoulder. And it's, because of this point of contact, not going to have the ability to drop down and recoil as if it were a handgun. Now the problem with recoil in Tarkov is special. So, was er hier sagt, ist halt, eigentlich sollte es bei Assault Rifle, also bei Pistolen, ist es richtig. Da geht einfach dann die Hand hoch, ne? Man hat ja hier keine Schulterstütze. Und in echt, ich bin da Laie, aber in echt, sagt er, hat man eine Schulterstütze, also sollte die Waffe nicht hochgehen. Das mag in echt so sein. Für ein Spiel wie Tarkov ist es aber ein schlechter Ansatz. In Tarkov ist der Recoil schon relativ niedrig im Vergleich zu anderen Spielen, sagen wir mal PUBG oder CSGO, die ja auch einen Realismusanspruch haben. Ich denke mal, es ist kein schlechter Mittelweg, den BSG hier hat. Es ist ein bisschen zu viel Random drin. Ich sag's immer wieder auf dem Stream. Bei Tarkov, wenn man ineinander rennt, dann ist es einfach, da sind so viele ja, Zufallsfaktoren drin. Man könnte auch eine Münze werfen, das sagt Veritas auch im Video. Wenn man da ineinander rennt, ob man jetzt den Fight gewinnt oder nicht. Also ein bisschen mehr Skill-Element beim Aimen und beim Recoil-Control würde ich mir wünschen. Aber ich sag mal, dass die Waffe nach oben geht, ist nicht wirklich das Problem. Es gibt natürlich ungemoddete Waffen, da läuft das Fadenkreuz wirklich raus. Das sollte nicht sein, das ist richtig. Aber bei einer ungemoddeten HK416, die jetzt definitiv da ja auch anspricht, ist es vielleicht nicht ganz richtig. Und da wünsche ich mir einfach bloß, dass dieses links-rechts ein bisschen eingedämmt wird. Ansonsten ist der Recoil, auch das Recoil-Gefühl,
einem ganz guten Punkt und es ist auf jeden Fall besser als früher. Ich zeige gleich noch kurz Clips von früher, da waren die Waffen wirklich einfach Laser, wenn man das heutzutage machen würde. Da wäre viel Aufregung, wenn man einfach quer durch die Map gelasert würde, weil das ganze Spielniveau ist halt auch angehoben im Vergleich zu früher von Tarkov. Die Leute sind einfach besser geworden und man würde jetzt einfach über mittlere Distanz Full Spray alles wegmachen können, wenn der Recoil wäre wie früher, bin ich der Meinung. Und deshalb, ja, muss man da so ein Element einfügen, dass man halt ein bisschen was ausgleichen muss. Und das ist dann einfach eine Balancing-Sache, die BSG hier auch richtig ansetzt und die ich bloß befürworten kann, bis auf dieses Links-Rechts-Recoil, der halt einfach einen Random-Faktor hinzufügt. Veritas hat am Ende von seinem Video noch Clips aus, ja, ich glaube 0.8 oder so ist es, da kann man sich noch im Laufen heilen und so. Also wirklich altes Tarkov hat er hinzugefügt und ja, da ist viel, denke ich mal, auch einiges Nostalgie dabei bei ihm. Damals war alles ein bisschen besser, aber da war das Game auch noch frisch und man hat noch nicht so viel gespielt gehabt. Und da sieht man auch, ja, wie die Waffen sich damals verhalten haben oder allgemein das Recoil vor 12-12, ne? Das ist ein AK-74 mit 650er Feuerrate, aber ziemlicher Laser. Die ist jetzt nicht so krass gemoddet. Man konnte halt wesentlich besser Point and Shoot machen, man musste nicht so viel ausgleichen. Aber ob das jetzt wirklich das ist, was wir jetzt heutzutage wieder brauchen, bleibt mal dahingestellt. Natürlich könnte man damit Leute einfach weglasern, auch jetzt hier mit der M4. Aber ich denke, ein bisschen mehr Recoil hat Tarkov gut getan. Sie müssten ein bisschen den Random-Faktor rausnehmen, wie gesagt. Aber was hier bei den Fights interessant ist, er wird getroffen und kann immer weiter sprinten und sowas. Er verliert die Stamina nicht. Da gab es auch noch keine Inertia und wenn man getroffen wird, dass man die Stamina verliert und so. Und das hat die Fights ein bisschen dynamischer gemacht. Und das ist ein Punkt, den spricht er auch an. Und da wollen wir jetzt gleich noch drauf eingehen. In den Fights, Movement, Stamina und sowas. Und da schauen wir uns gleich nochmal einen Clip an, was er dazu gesagt hat. In seinem Video geht er auch an ein paar Stellen auf Stamina und auch auf das alte Medic-System ein, dass man sich ja im Laufen heilen konnte und dass das ja letztens ein bisschen besser war, weil man nicht so statisch war. Jetzt ist es so, man wird getroffen, Stamina ist weg. Wenn man im offenen Feld ist, hat man ein riesiges Problem. Und das ist richtig, das ist nicht so gut. Man sollte nicht nur an die Stamina-Bar gekoppelt sein, der Vergleich ist dann mit der Raid-Series. Wenn man beschossen wird, dann pumpt es Adrenalin und dann sollte man in der Lage sein, in Deckung zu sprinten, egal komme, was wolle. Und ja, so ein Feature ist vielleicht nicht verkehrt für Tarkov, dass man da so einen kleinen Adrenalin-Rush bekommt, so nennt das auch. Dass man da noch in Deckung kommt und dass das nicht alles auf diese Stamina-Bar bezogen ist, die jetzt schnell weg ist, wenn man getroffen wird. Und in Kombination damit redet er hier auch vom Adrenalin-Feature und vergleicht das mit dem alten Medical System. Was letzten Endes so ist, ja, das ist richtig. Und da könnte man auf jeden Fall mal was machen und es würde die Fights auch wieder interessanter gestalten. Die Sache ist die, BSG will es vielleicht in dieser Richtung, weil das eine Balancing-Sache ist. In Tarkov ist es jetzt so, man muss sich wirklich überlegen, gehe ich diese Route, nehme ich das Risiko, da ist jemand, pushe ich den. Das war früher nicht der Fall. Das heißt, wenn man jetzt alles wieder in diese Richtung ändern würde, dann wäre dieses Shift W, ich renne einfach stumpf rein, vielleicht wieder das Gameplay, das wirklich zieht. Jetzt gerade ist es so, also ich kenne es von mir, ich mache mir immer Gedanken, gehe ich da raus, nehme ich die Risikoroute, gehe ich in die Schüsse rein, ist da vielleicht einer, nehme ich den Fight oder lasse ich es? Und diese Überlegung ist nur da, weil halt, ja, man muss in Tarkov jetzt immer aus der Vorteilsposition kämpfen. Vorteilsposition ist am allerbesten. Du siehst jemanden, der dich nicht sieht und kannst ihn einfach mit einem Schuss erledigen. Und in diese Position versuche ich zumindest immer zu kommen. Und ja, das wäre vielleicht nicht mehr gegeben, wenn man das wieder ändern würde. Dann wäre das vielleicht nicht mehr so taktisch. Also das ist eine der Sachen, die hat PSG erreicht. Und das wollten sie, denke ich, auch erreichen. Deshalb ist es vielleicht nicht hundertprozentig richtig, der Punkt. Man kann bei Fights wirklich sagen, ja, man kann da ein bisschen mehr Dynamik reinbringen, wenn man noch in Deckung kommt, aber man sollte es da auch nicht übertreiben. Es bleibt aber BSG überlassen, wie man das genau macht, ob sie da was machen, werden diese Videos ja auch sehen. Mal schauen, ob da was kommt. Zu einem Punkt kommt er noch, da sagt er, dass damals ja Armor oder Rüstung funktioniert hat und das hören wir uns mal kurz an, was er dazu sagen hat. Longer than it does today. Not only that, but it didn't completely destroy your mobility. Having effective armor and helmets that soaked up a decent amount of damage to the vital zones of the body was a complete game changer. Now, people criticize this era, saying that people were far too bullet spongy.
Und er sagt hier, damals haben Rüstungen funktioniert. Und ich finde, da liegt er falsch. Ich finde, Rüstungen jetzt in Tarkov funktionieren sehr gut, insbesondere mit dem Balancing rund um die Ammo-Verfügbarkeit. Und ich erlebe es täglich. Ich habe Helmabpraller, meine Rüstung hält in vielen Situationen. Früher war es vielleicht etwas zu krass. Und ja, ich finde, da an der Stelle liegt er falsch zu sagen, ja, dass früher Armor funktioniert hat und heutzutage nicht mehr. Ich sehe das anders. Armor funktioniert heutzutage sehr gut und ist balancing-technisch in einer sehr guten Position und würde ich auch nichts dran verändern. Von daher, bei dem Punkt muss ich noch anmerken, stimme ich ihm absolut nicht zu. Da liegt er meiner Meinung nach falsch. Heutzutage ist es auf jeden Fall besser. Das waren die wichtigsten Punkte für mich aus den beiden Videos. Veritas ist da natürlich wieder sehr ins Detail gegangen. 40 Minuten Video. Ich wollte jetzt nicht zu allem was sagen, weil sonst habe ich hier selber am Ende ein 40 Minuten Video. Aber ja, Recoil, ein bisschen den Random Faktor rausnehmen, dass da nicht immer so ein Coinflip entsteht, wenn man ineinander rennt. Bei den Fights kann man natürlich mit der Stamina da ein bisschen was machen, dass man nicht, sobald man getroffen ist, sich überhaupt nicht mehr bewegen kann und da ein bisschen mehr Dynamik reinbringt, aber nicht zu viel, weil ja, es ist schon die richtige Richtung, in die BSG gegangen ist. Man braucht es nicht komplett zurücknehmen und auf die alten Zeiten wieder zurückschrauben. Ich glaube, bei beiden Veritas und auch bei Trey schwingt da viel. Ja, damals war alles besser mit, auch wenn sie es so nicht zugeben. Aber meiner Erfahrung nach sind Spieler, ich sehe es auch an mir selber, ich lasse es bloß nicht so an mich ran, die sehr, sehr viel schon ein Spiel gespielt haben, die werden dann auch sehr, sehr kritisch. Bei mir ist es auch so, ich spiele jetzt den 13. Vibe oder sowas, ich spiele seit Dezember 2017, also ich habe da diese Zeit, von der gesprochen wird und wo Veritas die Clips zeigt, da habe ich auch selber gespielt und außerdem habe ich, ja, es geht gegen 9000 Stunden, also ich kann da auf jeden Fall mitreden und ich kenne das und ich versuche Tarkov immer in einem positiven Licht zu sehen, weil es ist halt das Spiel, ja, das ich jeden Tag spiele. Wenn mich das zu arg kriegen würde, dass ich mich darüber aufreg, dann wäre das auf jeden Fall nicht gut, aber ja, wie gesagt, Leute, die viel spielen, die sind dann auch sehr kritisch und es schwingt die halt auch einfach ein bisschen mit. Deshalb, alles ist nicht richtig, was sie da gesagt haben, aber es sind ein paar gute Ansätze und ich hoffe, dass BSG auch dieses Thema aufgreifen wird, weil es wird jetzt auch groß diskutiert und sie werden da auch vielleicht in der Hinsicht was ändern, denke ich mal, wenn das so groß diskutiert wird. Von daher hat es auf jeden Fall was Positives. Ich für meinen Teil würde noch gern sehen, dass das Movement etwas smoother wird. Also ihr kennt es, wenn man auf Felsen rumglitscht oder sowas oder an kleinen Objekten einfach hängen bleibt. Da kann man sich tatsächlich bei Call of Duty ein bisschen was abschauen. Da läuft es alles, ne? Da kann man, das geht alles, ja, saubere Transition. Es muss natürlich in Tarkov nicht genauso aussehen, aber man kann sich da das bisschen als Vorbild nehmen, weil wir laufen hier mit Maus und Tastatur durch eine Welt, also Realismus kann man da außen vor lassen. Da kann einiges automatisiert werden, Quality of Life Features können da mit rein und dann, ja, wäre das auf jeden Fall viel angenehmer und würde Tarkov viel geben, wenn sie da in der Hinsicht was verbessern in der Welt, ja, mit Loot und sowas, ja, eh schon ganz gut läuft, wenn man da die Fights in der Hinsicht und das Movement noch verbessert. Das würde mich auch freuen und ich hoffe, dass die Videos das ein bisschen anstoßen und dass wir da vielleicht in Zukunft soon ein paar Änderungen sehen. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar. Lasst mich wissen, was ihr über das Thema denkt. Und ja, wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.